Hallo, ich habe dieses Videolicht als Produkttest erhalten. Meine Meinung ist aber unbeeinflusst. Packen wir das Ganze mal aus. Haben wir schon mal die Anleitung? Chinesisch oder Englisch? Hier haben wir für die Kamera einen Schuhadapter. Ein USB-Ladekabel. Wie meist ziemlich kurz. Hier haben wir die Lampe. Hinten ist ein Display. Unten die Schraube. Hier hinter die LEDs. Da oben der Ladeport. Da meldet sie sich und leuchtet auch gleich. Hier kann man sie runterdimmen. Das sind jetzt noch 10% Licht. Das sind 100%. Und hier können wir noch den Warm-Kalt-Weiß Wert ändern von 8500 Kelvin auf 2500. Machen wir es mal ein bisschen dunkler. Das ist jetzt der Kelvin-Wert 2500. Hier gehen wir jetzt ins Kaltweiße. Das ist dann Maximum Kaltweiß. Dann schalten wir hier um auf Dimmer. Dimm mal etwas runter. Und ändern jetzt nochmal den Wert ins Warmweiße. Ja, das ist schon mal schön soweit, die Funktion. Hier unten können wir dann diesen Adapter aufschrauben. Und dann können wir das an einer beliebigen Kamera hier oben einschieben. Und dann auch mit der Schraube fixieren. Dann haben wir dieses Licht nach vorne. Können es auch noch ein bisschen drehen, wie wir es haben wollen. Ist eine schöne Sache. Wer viel filmt, kann sowas brauchen. Ja, ich würde mich auch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Oder euch eins der anderen Videos anseht. Kommentare sind auch erwünscht. Und ich danke dafür, dass ihr euch das Video angesehen habt.